Ich komme von der Elbe, also von der Stader Geest eigentlich, aus einem kleinen Dorf südlich von Stade. Also ich war lange in Südniedersachsen tätig und dann habe ich eigentlich immer so ein bisschen Sehnsucht nach dem Norden wieder gehabt, nach dem Wasser und wollte wieder an die Küste. Und so ein Faible für Inseln hatte ich eigentlich auch immer schon. Und dann wurde diese Stelle frei und ich habe mich beworben und es hat geklappt. Die Heimat hat ja immer schon auch was mit dem Ort zu tun. Man muss sich da wohlfühlen, finde ich. Und dann hat es auch was mit den Menschen zu tun, denen man da begegnet, finde ich. Und das ist hier eigentlich so, dass ich sage, ich fühle mich zu Hause. Seit ich hier bin, eigentlich nicht mehr vorher schon. Da habe ich mal überlegt, ob ich vielleicht mal nach Brasilien gehe oder sowas und mal im Ausland arbeite. Aber das ergab sich dann irgendwie nicht und ist ja dann auch noch eine Sprachhürde. Dann hätte ich jetzt noch richtig Portugiesisch lernen müssen. Das hat mich dann doch so ein bisschen abgeschreckt. Es ist, glaube ich, vor allen Dingen dieses Abgeschlossene. Man kann nicht einfach mal ins Auto steigen und ins nächste Dorf fahren oder in die nächste Stadt, ins Kino oder zum Essen oder sowas, sondern man ist einfach darauf angewiesen, da zu sein, wo man ist. Und ist ja in kleinen Dörfern ähnlich. Ich bin auf einem kleinen Dorf groß geworden, aber die Insel verschärft das Ganze irgendwie nochmal, weil ja rundherum Wasser ist und man dann eben auch gerade durch die extreme Tideabhängigkeit meistens nur einmal am Tag weg kann. Und für mich ist es irgendwie so ein Geborgenheitsgefühl auch. Manche finden das ja auch bedrohlich, gerade durch das Wasser drumherum wahrscheinlich und das Gefühl, ich kann hier nicht weg. Aber es hat auch was Schützendes irgendwo, finde ich.